Ja, Tag. Ist ein bisschen blöd für alle, die jetzt hier sind, aber das ist ja auch ein Video, was rausgeht. Tag an alle Interessierten hier vom 27-jährigen Jubiläum des Vereins für germanisches Heidentum, VfGH. Wir haben hier ein herrliches Wochenende, ein tolles Wochenende, muss ich einfach sagen. Aber die Technik ist uns seit Donnerstag bzw. der Nacht von Donnerstag auf Freitag nicht wohlgewogen. Wir mussten ein Gebäude zeitweise räumen wegen einem geplatzten Heißwasserrohr und einer herunterkommenden Lehmdecke. Wir konnten gestern aus dem Opfermoor mangels Signalstärke keinen Livestream starten und wir kriegen hier auch keinen hin, weil einfach das Signal so instabil ist, dass es nicht funktioniert. Deswegen wird das hier jetzt eine Aufzeichnung, die wir nächste Woche dann auf YouTube hochladen. Zu meinem Vortrag. New Sithe statt Fawn Sithe. Neue Sitte statt alte Sitte. Hat sich in den letzten 8 oder 10 Jahren wirklich zu einem meiner Hauptnachdenkgebiete entwickelt. Und ich habe über dieses Thema auch schon die einige Male so in den Reihen des VfGH an kleineren Stellen gesprochen. Und die Basis des heutigen Vortrages war mein englischer Vortrag bei der FrithForge 2020-Konferenz rein online. Die hat ja nur online stattgefunden. Seitdem ich 2002 angefangen habe, mich als germanischer Heide zu bezeichnen und dann 2004 auch in Vereine, damals gleichzeitig den damaligen ORD und den Eldaring eingetreten bin, habe ich mich immer etwas gewundert, warum aus meiner Sicht, glaube ich, der größere Teil meiner Mitheiden so viel Wert legt, auf das Alte zu schauen. Dass wir klar natürlich Schriftquellen, Mythologie nur aus früherer Zeit übernehmen können, ist kein Thema. Aber ich habe in den ersten Jahren nie verstanden, warum muss man sich eine Tunika oder irgendeine Gewandung heute oder damals im Jahr 2004 anziehen, um ins Ritual zu gehen. Und habe mir damals schon die Frage gestellt, wie denkt ihr denn, haben die Leute das früher gemacht, die Germanen? Haben die sich irgendwas aus der Jungsteinzeit angezogen, um ihre Ahnen zu ehren? Ich denke eher nicht. Dazu möchte ich sagen, ich bin dann relativ schnell über diesen Punkt hinweggekommen. Das ist also keine Kritik, das ist einfach nur eine Anmerkung, um meine Sichtweise darzustellen. Ich habe das selbstverständlich komplett akzeptiert. Ich habe mir von einigen Leuten auch Erklärungen angehört, wie zum Beispiel, ich möchte mich dann einfach in eine komplett andere Stimmung versetzen. Kann ich akzeptieren. Dann weiterhin, ihr werdet, die hier sitzt, werdet mich weitgehend kennen, dass ich gerne generalisiere, aber immer unter der Vorgabe, ich bin kein Schwarz-Weiß-Mensch, immer unter der Vorgabe, dass jede Regel ihre Ausnahme hat. Was verstehe ich unter neuer Sitte? Unter neuer Sitte verstehe ich eigentlich ein zeitgenössisches Heidentum, Heidentum heute. Und das ist letzten Endes das, was der ORD und der jetzige VfGH von Anfang an machen wollten. Ich zitiere mal aus unserem Selbstverständnis, aus unserer Präambel: Der Verein für germanisches Heidentum versteht sich als naturreligiöse Gemeinschaft auf Grundlage der überlieferten vorchristlichen germanischen Religion und Kultur. Das ist unsere Präambel. Aus unserer Satzung: Zweck der Gemeinschaft ist die Ausübung, Förderung, Verbreitung und jetzt kommt's, Weiterentwicklung der germanischen Religion auf der Grundlage der gesicherten germanischen Überlieferung und Geschichte. Auf der Grundlage, selbstverständlich. Und schon von Anfang an war einer der Leitsprüche: Traditionelles germanisches Heidentum in heutiger Zeit, das stand lange auf unserer Website. Und von Fritz in der Leitidee: Notwendige Neuerungen nur im Einklang mit dem Geist der Tradition. Jetzt sind wir bei diesem blöden Wort, Tradition. Was ist Tradition? Es gibt ein Zitat, was ihr möglicherweise alle schon gehört und gelesen habt. Ich habe es ganz oft wiedergegeben, auch auf Vereinsveranstaltungen. Tradition bedeutet nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.
Das ist der Leitspruch, unter dem ich mein Heidentum immer verstanden habe. Und in der Vorbereitung auf den Vortrag 2020 Fritzfort habe ich mir gedacht, jetzt gehst du mal dem Zitat nach. Ihr wisst selber, Internetzitate und so weiter und so fort. Und habe rausgefunden, ich habe immer gesagt, das ist etwas von Gustav Mahler. Das findet man auch so auf vielen Zitatenseiten. Man findet aber auch jede Menge andere Namen, Benjamin Franklin. Also habe ich mal wirklich mich durchgebissen und habe auf einer Zitatforschungsseite die tatsächliche Grundlage davon entdeckt. Das ist im Prinzip eine Zusammenfassung einer Rede eines gewissen Jean Jaurès, 1910 im französischen Parlament. Dieser Herr Jaurès war, von dem, was ich so rausfinden könnte, man könnte ihn wahrscheinlich als Pantheisten bezeichnen. Er war zwar nominell Christ, aber er hatte sehr für die Zeit eine sehr offene Zugangsweise, interreligiöse Sichtweise. Und original hat er gesagt, er war natürlich eher links im französischen Parlament, original hat er gesagt, auf Deutsch übersetzt, wir sind die wahren Erben der Herde unserer Vorfahren. Wir nahmen von ihnen die Flammen entgegen, während sie nur auf ihre Asche starrten. Also das war jetzt die deutsche Übersetzung der originalen Rede. Ein Ding, was wir haben im germanischen Heidentum und in etlichen anderen nebenbei gesagt nativen Naturreligionen oder polytheistisch animistischen Religionen, ist das Problem, dass wir zwei Perspektiven einnehmen können. Wir können natürlich sagen, dieses germanische Heidentum ist eine ganz einzigartige, alleinstehende Entwicklung, die sich nur auf Kontinental- und Nordeuropa bezieht und zum Beispiel das keltische Heidentum, das slawische Heidentum, die Hellenen ein paar Jahrhunderte vorher, das sind jeweils ganz eigenständige Entwicklungen, die man überhaupt nicht miteinander in Beziehung setzen sollte. Man kann diesen Standpunkt einnehmen. Viele Heiden und auch einige Autoren in der heidnischen Szene sehen das genauso, ebenso wie einige Wissenschaftler. Man kann aber auch den gesamten Komplex Animismus, Polytheismus, wir sind ja gerade an so einer Phase, einige von euch kennen bestimmt die Videos von Rune Rasmussen, heißt er, glaube ich, Nordic Animism. Ist ein ganz erfolgreicher Kanal seit 1,5 bis 2 Jahren. Ich stoße andauernd über diese Videos. Also bleiben wir mal bei Animismus, Polytheismus, so als für mich als Sammelbegriff. Man kann das natürlich auch als Konzept verstehen. Und 2014 bin ich über ein Buch eines deutschen Anthropologen gestolpert, Bernhard Streck. Das heißt Sterbendes Heidentum, die erste Weltreligion. Und was er in diesem Buch macht, das hat er praktisch in hohem Alter, nach über 40 Jahren wissenschaftlicher Tätigkeit geschrieben, ist, dass er Konzepte erarbeitet hat auf Basis seiner Forschungen und herausgefunden hat, dass eben Animismus, Polytheismus eigentlich weltweit und durch viele tausend Jahre auf den gleichen Basiskonzepten beruht und dass sich dann aufgrund unterschiedlicher geografischer oder wettermäßiger, also klimamäßiger oder sonst da Besonderheiten der jeweiligen Regionen dann daraus dann eigenständige Details entwickeln haben, aber er führt das alles zurück auf die gleichen Konzepte. Und das geht ziemlich konform mit einem großen Umschwung, den wir auch in der wissenschaftlichen Betrachtung des germanischen Heidentums haben, dass man immer mehr Wissenschaftler gehen davon aus, dass es so eine Art Standardheidentum oder vielleicht noch lediglich eine Unterscheidung zwischen skandinavischer Variante und kontinentaler Variante, dass es das nie gegeben hat, sondern man geht davon aus, dass das vielleicht sogar runter bis auf die Ebene der Siedlungen, der Sippen oder so, sich ganz unterschiedlich auf der Basis des gleichen Konzepts, kulturellen Konzepts, entwickelt hat. Wir wissen alle, dass zum Beispiel ja die großen Stämme, die Sachsen, die ursprünglichen Sachsen, hatten ja ein abweichendes Pantheon zum Beispiel von den Friesen, auf den heutigen Niederlanden. Andere Gottheiten dabei. Nehalennia ist praktisch nur von den Friesen verehrt worden. Sachsnot kennt jeder, dann haben wir die Unterscheidung und die ewigen Streits, die ihr alle kennt. Ist jetzt Odin tatsächlich auch, was ist der deutsche Name? Wodan.
Ist das die gleiche Gottheit oder sind es andere Sachen, das gleiche für Thor und Dona? Kann man lange drüber spekulieren. Aber man muss sich ja auch einfach mal die Ausbreitung anschauen, dessen, was man unter germanischem Heidentum verstehen kann. Wir haben einen Zeitraum, wenn man mal großzügig ist, das ist jetzt vertreten nur einige Wissenschaftler, hat ein germanischer Kulturkreis, Kultur- und Sprachkreis, nicht vor, auf jeden Fall nicht vor 300, 400 vor Christus oder vor der Zeitenwende begonnen. Manche sehen das später, einige Wissenschaftler sprechen von Germanisch überhaupt erst nach Cäsar, also praktisch innerhalb dieses nach der Zeitenwende, wobei das eigentlich nicht sein kann, weil aus zahllosen römischen Schriften ist ja erhalten, dass Cäsar, der vor Christi Geburt ja gelebt hat, definitiv, ja schon angeblich seine Standardleibwache, seine engsten Beschützer sollen ja germanische Krieger gewesen sein, also muss es damals schon Germanen gewesen sein, gegeben haben. Nehmen wir mal hin, das ist so der Beginn, aber ich würde ihn persönlich nach allem, was ich gelesen habe, nicht vor 400 ansetzen, vor Christus. Ja, und dann schreitet es ungefähr bis zum Jahre 1000, maximal 1200 voran. Also die ersten germanischen Stämme sind ja schon im Bereich 250, 300 damals zu diesem arianischen Glauben komplett freiwillig übergetreten, ohne jeden Zwang, ohne jede Christianisierung. Man kann von dem heutigen Christentum ja frühestens ab dem Konzil von Nicäa 347, 46 oder 56 oder sowas sprechen, wo der Kaiser damals, der römische Kaiser, gesagt hat, aus rein politisch und militärischen Gründen, wir führen jetzt mal ein organisiertes Christentum ein. Vorher waren die Christen auch kleine einzelne Stämme, Inseln oder so, die nicht unbedingt in einer Schiene gelaufen sind. Ja, und dann kam natürlich nach und nach die Missionierung von Süden nach Norden vorangehend. Kaiser Karl, brauchen wir jetzt nicht großartig in die Einzelheiten gehen. Skandinavien ohne Island war bis 800, 900 eigentlich auch durchchristianisiert. Island im Jahr 1000, der Thingbeschluss, Übertritt zum Christentum, um politischen Frieden zu halten. Ja, und dann haben wir höchstens noch einzelne Inseln, sag ich mal, die sich vielleicht etwas länger gehalten haben. Wir haben das gestern im Opfermoor gehört. Die letzten Einzelfunde hören so ungefähr 1200 auf. Das heißt, es gab da noch kleine Flocken und dann war erstmal Ruhe. Die geografische Ausdehnung. Wir haben nach Westen unklare Grenzen. Wo war germanisch, wer war keltisch? Wir haben nach Süden unklare Grenzen. Das merkt man gerade in Bayern, im Altmühltal, wo Kalea und ich mal gewohnt haben, merkt man diesen fließenden Übergang. Da kann man nicht sagen, das ist keltisch, das ist germanisch. Wir haben nach Osten hin zu den Slawen fließende Grenzen, die sich über die Jahrhunderte teilweise weit verschoben haben. Ja, und dann durch die Völkerwanderung bis nach Vorderasien, Nordafrika waren germanische Stämme, die dort ihre Kultur verbreitet haben. Und nehmen wir mal 400 bis 1000 so als Durchschnittswert oder von, selbst wenn man nur von Christi Geburt bis 1000 Jahre und praktisch ganz in Europa darüber hinaus. Es ist schwer vorstellbar, ohne ein Schriftwerk dahinter und ohne Verfechter der wahren Lehre, dass man da von einem soliden Block germanisches Heidentum sprechen kann. Ihr wisst wahrscheinlich alle, wir haben als Heiden sehr viel zu tun, auch mit aktueller Geschichtsforschung. Wir wissen alle, dass wir im Grunde genommen nur wenige wirklich verlässliche Quellen haben, die man als Fakten bezeichnen kann. Das, was wir haben an schriftlichen Quellen, ist ausschließlich von Christen niedergeschrieben worden und man kann nicht ausschließen, dass da nicht schon bestimmte Vorgaben, einfach vielleicht, weil es einfach nur falsch verstanden wurde, schon christlich geprägt sind. Das geht hin bis zu den Eddas. Der Streit, ob Snorri nun ein geweihter Priester war oder nicht, dürfte euch allen schon mal irgendwie vor die Flinte gelaufen sein. Und dann ist ein weiterer Punkt, dass ja Archäologie und Sprachwissenschaften zu einem großen Teil, das sind weiche Wissenschaften. Das heißt, dort werden Theorien erstellt. Mit Begründung, natürlich nicht einfach so aus Lust und Schandudel heraus, aber es sind Thesen, Hypothesen, Annahmen und so weiter und so fort, die natürlich auch immer, sag ich mal, auf der persönlichen
Prägung basieren. Gutes Beispiel ist Simek, der bis heute ja, der macht tolle Sachen jetzt mittlerweile mit Tommy Krappweis zusammen und so weiter, ganz sympathisch gegenüber dem germanischen Heidentum, aber letzten Endes im Kern seiner Seele ist er ein christlich geprägter Mensch, er ist ein, soweit ich weiß, immer noch aktiver Katholik. Das fließt in seine Arbeit natürlich mit ein. Und insbesondere im Bereich der Sprachwissenschaft haben wir ja das Problem, dass praktisch alle antiken Sprachen sehr bildhaft sind. Das merken wir heute noch mit dem Islamischen. Da wird in Bildern gesprochen und das gilt natürlich genauso für die germanischen Sprachen oder die Ausprägung der germanischen Sprachen. Und dann haben wir noch insbesondere in Skandinavien, wo ja der Hauptteil der Sprachforschung stattgefunden hat, haben wir diese Nummer mit den Kenninger. Das sind sozusagen doppelte Metaphern. Da ist dann praktisch ein Spruch, der beinhaltet die Kenninger und die Kenninger sind wiederum verpackte Bedeutung von anderen Geschichten. Wenn man nicht weiß, dass die Höhle des Drachen einfach nur ein Bootssteg war, dann guckt man in die Röhre. Und wir kennen diese Fehlinterpretationen aus allen Gebieten. Christentum, Bibel, das Kamel, das durchs Nadelöhr geht. Wenn man nicht weiß, dass es in Jerusalem ein Stadttor gab, was man extra so eng gebaut hat, um dort den Schmuggel einzubinden, dann versteht man das falsch oder die Sache mit dem David und dem Eselskinnbacken? Wenn man nicht weiß, dass Eselskinnbacke die traditionelle und übliche von jedem verstandene Bedeutung ist für Krummschwert, dann versteht man bekommt man eine ganz andere Geschichte, die man dort versteht. Und ich versuche das mal auf heutige Zeit zu übertragen. Wir haben jetzt 2022, es gibt ganze Generationen, die Loriot nicht mehr kennen. In meiner Generation das Jodeldiplom. Das war ein Standardspruch oder Otto. Wenn man das nicht kennt, 30 Jahre später, 100 Jahre später, 500 Jahre später, wie soll man solche Worte einordnen? Was soll man ihnen für Bedeutungen mitgeben, wenn man versucht, da jetzt irgendetwas darzulegen? Und natürlich kommt dann diese andere Geschichte, dass wir immer nur aus unserer Brille gucken können, auch Wissenschaftler. Immer nur aus unserer Perspektive. Kalea und ich hatten vor vielen Jahren an der Donau mal so ein Ding. Wir waren da unterwegs in der Nähe von, wie heißt die Insel da bei Regensburg, wo das Bier gebraut wird, das Kloster. Ja, genau. Wir waren da am Rumfahren und dann stand da so ein Schild Keltenschanze rechts ab. Dann sind wir da in den Wald gefahren, haben versucht, diese Keltenschanze zu finden und auf dem Weg dorthin, nachdem wir das Auto abgestellt hatten, stand völlig deplatziert mitten im Wald, stand so ein alter Heu- oder Strohwender. Die Dinger kennt ihr wahrscheinlich, die dann so vom Trecker gezogen wurden, wo sich die Räder selbst gedreht haben. Da sage ich zu Kalea, der passt hier doch gar nicht hin. Keine Wiese weit und breit, kein Feld weit und breit, im Wald. Was wird jemand sagen, der in 500, 600 Jahren dieses Ding ausgräbt? War das vielleicht irgendwie damals so ein Sonnenwagen, den die bei Prozessionen um die Gegend gezogen haben? Ich versuche das mal plastisch darzustellen. Das ist das Problem, was wir haben. Gottlob haben wir oder der Götterlob haben wir die Phase überwunden, wo jeder Drecksgegenstand, den man irgendwo ausgebuddelt hat, den man nicht einordnen konnte, irgendwie ein Kultgegenstand gewesen sein musste. Da sind wir jetzt langsam bei den Archäologen drüber, aber das hat 50 Jahre gedauert, ne? Was wir machen können, ich will jetzt mal weg von dieser Betrachtung, was wir machen können und was wir machen sollten, ist zu versuchen, herauszufinden, wie diese Menschen damals gedacht haben, wie sie ihre gedanklichen Konzepte erklärt haben, wie sie Sachen gesehen haben. Vielleicht ist jemandem das Platons Höhlengleichnis ein Begriff. Auch damals hat es Leute gegeben, die eben den Mut hatten, die Höhle zu verlassen und hinter den Horizont zu gucken. Und viele andere sind furchtsam zu Hause geblieben, um das zu machen. Wir suchen also nach Konzepten anstatt nach fertigen, vorgefertigten Monolithen als heutige Heiden oder ich plädiere dafür, dass man das tut. Der erwähnte Bernhard Streck in seinem Buch hat insgesamt 12 markante Kernkonzepte des Animismus, Polytheismus herausgearbeitet
ob die jetzt vollständig sind, ob die so, seine Interpretationen so korrekt sind, lassen wir mal außen vor. Aber er arbeitet zum Beispiel, dass bei uns Heiden ja oft als eher so esoterisch markierte Dings, das Konzept der vier Elemente: Feuer, Erde, Luft und Wasser. Das hat er in allen seinen Untersuchungen überall in polytheistischen, animistischen Gesellschaften wiedergefunden. Er hat auch beispielsweise überall den Baum gefunden, Yggdrasil, Irminsul. Allerdings in ganz anderen Konzeptionen. Man kann ihn ja als Lebensbaum sehen, man kann ihn als Verbindung zwischen Erde und Himmel sehen, man kann ihn als das Zentrum des Stammes, der Gemeinschaft sehen. Es gibt Beduinenvölker, laut seinem Buch, ich habe jetzt die Namen mir nicht mehr rausgesucht, die haben einfach nur einen Ast, einen geraden Ast. Das ist deren heiliger Baum. Und weil sie ja ständig unterwegs sind, nehmen sie die Mitte ihres Stammes hin. Wenn sie dann neu für ein paar Tage irgendwo bleiben, wird diese Stange einfach hingestellt, hat noch nicht mal Ähnlichkeit mit einem Baum. Aber es ist das gleiche Konzept: Verbindung zwischen oben, unten, Erde, Himmel, Zentrum des Stammes und so weiter und so fort. Jetzt muss ich nochmal, das wird vielleicht noch häufiger passieren, dass ich zurückgreifen muss: Wortwahl. Es gibt keine Konzepte im Bereich Polytheismus, Animismus, die ohne Mythen existieren. Mythen ist überall. In heutiger Zeit gibt es leider, wie ich herausfinden musste, auch bei manchen Heiden gelegentlich den Effekt, dass die das irgendwie so als Märchen sehen. Muss ich euch leider sagen, das ist der falsche Ansatz. Mythen sind wichtig für das Überleben und das Existieren jeder Gesellschaft. Mythen sind die Versuche von verstehbaren Erklärungen und Konzepten für das, was man eigentlich nicht wirklich versteht und wirklich weiß. Und sie bilden somit in einer nicht schriftlichen Gesellschaft, alle polytheistischen, animistischen Gesellschaften oder Kulturen waren schriftlos. Das ist erstmalig mit den Griechen und Römern im Prinzip gebrochen worden aus diversen Gründen. Da will ich jetzt nicht näher darauf abschwenken. Aber es gibt ja auch heute noch indigene Kulturen, die ja alle nicht blöd sind, die ohne Schrift auskommen. Und meine persönliche These ist, dass es bei den Germanen ein bewusster Akt war, denn es gab über Jahrhunderte Handel, Militäraustausch und so weiter mit den Römern. Die haben das ja alles gekannt. Es gab mit Sicherheit germanische Offiziere in der römischen Armee, die lesen und schreiben konnten. Aber in ihrem eigenen Leben haben sie es nicht gemacht. Und ich sag mal, das war schon irgendwie bewusst, weil es ihnen wichtig ist, dass sie Erzählungen weitergeben. Weil man sich Erzählungen einfach viel besser merken, verinnerlichen kann, merken kann und die verinnerlichen kann als Schriften. Für uns ist das heute schwer nachvollziehbar. Wir müssen immer Bücher haben. Das steht da und da, gibt eine Quelle an, das Buch und so weiter und so fort. Aber das ist ein Umbruch, der ja eine Revolution darstellt. Jan Assmann, die Grundlage von ganz vielem von Fritzens Werk, basiert auf Assmann, der ja praktisch den Monotheismus als revolutionären Akt bezeichnet, der alles über den Haufen schmeißt, was bis dahin war. Und das hat auch ganz viel zu tun mit dem Übergang von einer oralen, verbalen Weitergabe von Wissen zu der Fixierung von Wissen ist. Orales Wissen kann sich jederzeit verändern, anpassen, es ist flexibel. Und jeder kann mit den Bildern, die in Erzählungen und Mythen überliefert werden, was anfangen. Die Schrift ist einmal fixiert. Und das merken wir auch heute in unserer Gesellschaft, wie lange es manchmal dauert, bis sich Neuerungen in Wissenschaft oder sonst was durchsetzen in der breiten Bevölkerung, weil 2, 3, 5, 10 Generationen vorher haben das ja in Schulbüchern oder in Unibüchern gelesen. Das war fest. Und jetzt kommt was anderes. Also ich denke, ein Teil unserer heutigen Schwierigkeiten, mit Neuerungen klarzukommen, liegt in dieser Fixierung aufs Schriftliche. Und nochmal kurz als Exkurs, ich bin ein politischer Mensch. Viele Leute denken, nein, heute gibt es doch keine Mythen mehr. Nein, natürlich keine mehr mit Göttern. Aber es gibt Mythen in Form von Narrativen, die heute existieren, an denen wir unsere sprichwörtliche gesellschaftliche Existenz klammern,
die in Wirklichkeit nur Mythen sind. Ich bin jetzt mal ganz dreist, Demokratie. Ihr lebt heute mit den letzten paar Jahren, mit den letzten paar Jahrzehnten. Ist hier wirklich jeder davon überzeugt? Es wird ja überall gesagt und gelehrt und wir lesen es in den Zeitschriften. Seid ihr wirklich davon überzeugt, dass der Wille der Bevölkerung politische Umsetzung findet? Ich glaube, ich finde hier keinen. Das ist ein Mythos. Ähnlich ist es mit dem oftmals sogar sehr narzisstischen Begriff der Zivilisation. Die westliche Zivilisation, die ja heute in unseren Medien, in unseren Filmen so als die Krone der Schöpfung dargestellt wird. Ist das wirklich so? Sind wir wirklich so erfolgreich, wenn wir andererseits ständig steigende Armutszahlen haben? Ich würde mal sagen, nein. Oder ganz klassisch für unser Wirtschaftssystem, der Trickle-Down-Effekt. Also die Annahme, dass widerwärtige Leute mit widerwärtigen Ideen, die uns ausquetschen, ja irgendwie für den Segen der Allgemeinheit sorgen würden. Nein, wir halten das Narrativ aufrecht mit irgendwelchen Philanthropen, während wir andere Menschen, die das in anderen Ländern genauso tun, sei es in Russland, China, Korea oder so etwas in der Art, während wir die als Oligarchen bezeichnen. Es sind Narrative, es sind moderne Mythen. Damit Schluss mit dem Bereich, will da nicht zu, kann da Stunden drüber reden, aber das will ich jetzt hier nicht. Ich komme wieder zurück zur heidnischen Weltsicht. Ich habe einige Jahre lang im Rahmen des VfGH und auf dem IACSC habe ich Vorträge gehalten und habe versucht, erstmal darzulegen, was ist denn überhaupt ein heidnisches, ein animistisches Weltbild. Das will ich hier nur kurz abkürzen. Ein ganz wichtiger Faktor für mich ist das Verständnis von Zeit. Unsere Zeit heute, wie die meisten von uns sie verstehen, wie sie unsere Gesellschaft versteht, ist die eines mathematischen Strahls. Da fängt es an, irgendwo unendlich, wir wissen nicht genau, vielleicht mit der Entstehung der Erde vor, keine Ahnung, 6-7 Milliarden Jahren und geht an uns vorbei und wir sind jetzt gerade hier an diesem Punkt und da geht es unendlich weiter. Das ist unser Konzept von Zeit, unser gesellschaftliches. Das ist voraussichtlich falsch. Das wissen wir schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Fortschritte in der Quantenphysik. Wir wissen, dass das ist wieder so ein Punkt, setzt sich nicht durch. Wir wissen eigentlich, dass das anders ist. Gerade jetzt im Moment gibt es spannende Diskussionen. Vielleicht gibt es parallele Welten. Das wird unter Quantenphysikern derzeit ernsthaft diskutiert. Das ist keine Spinnerei. Jedenfalls nicht in dem Sinne, dass es nur irgendwelche Esos erzählen. Heiden denken in Kreisen. In kleinen Kreisen, der Tag, der Jahreskreis, die großen Sonnenzyklen, von deren Kenntnis Leute vor 3.000, 4.000 Jahren gewusst haben müssen, weil es gibt auf der ganzen Erde in heidnischen Gesellschaften Gebäude, die eindeutig sich ausrichten an Sachen wie Sonnenuntergang, Tag- und Nachtgleiche und so weiter und so fort, dass an bestimmten Tagen ein Lichtstrahl so durchfällt, findest du in Europa, Asien, Afrika, überall. Wo kam dieses Wissen her ohne Bücher, dass die gewusst haben, es gibt so einen Sonnenzyklus, das ist so eine Pendelbewegung unseres Planetensystems. Der Winkel zur Sonne verändert sich leicht. Das ist ein Zyklus von 2600 Jahren, haben die offensichtlich irgendwie rausgefunden und weitergegeben. Ohne Schrift. Und jetzt bleiben wir mal bei diesem Ding. Wie werden Dinge wie Wachstum, Ahnenverehrung oder vielleicht auch so ein trockener Begriff wie kulturelles Erbe denn in einem Kreis gedacht? Wenn ich weiß, dass meine Ahnen nicht weg sind, sondern einfach nur in einem dieser vielen Kreise, dann verschwinden sie nicht. Also allein dieses andere Verständnis von Zeit impliziert aus meiner Sicht komplett andere Perspektiven auf viele Dinge des täglichen Lebens. Ein weiteres Beispiel, was man sich mal angucken könnte, Yggdrasil, der Weltenbaum. Man streitet sich gerne, war es nur eine Eibe oder eine Esche, es interessiert mich ein Scheißdreck, ehrlich gesagt. Es ist ein Baum. Es ist ein Baum mit neuen Welten. Es ist ein Baum, dessen Wurzeln ganz tief runtergehen. Wir haben die Urquelle,
wir haben all die Tiere in diesem Baum leben. Für mich ist es einfach eine Kenninger, eine metaphorische Erzählung, ein Mythos darüber, dass es Welten gibt, die parallel existieren, mit Bewohnern, die nicht unbedingt gleich sind. So ein Riese ist nicht nur größer, er denkt anders, er ist anders als ein Hase oder ein Zwerg, ein Albe. So, diese Metapher umfasst auch die gesamte Mythologie, die Tatsache, dass Odin als Gestaltwandler auf unserer Erde, auf Midgard rumgeht. Wie viel Mythen, wie viel Einzelerzählungen gibt es darüber? Oder Thor, Menschen rettet oder so etwas. Immer mischen sie sich ein. Das gibt es in der griechischen Mythologie. Überall findest du dieses Konzept. Für mich ist Yggdrasil einfach nur ein Beispiel für parallele, unterschiedliche Welten, Universen, die in einer gewissen Weise, Art und Weise miteinander verbunden sind. Und dann ist es, da sind wir wieder bei den Details, letzten Endes scheißegal, ob es jetzt 9 bei Yggdrasil sind oder vielleicht nur 5 oder 6 bei irgendeinem polynesischen Mythos, der das Gleiche aussagt im Bib. Aber da ist es dann halt keine Esche oder Eibe, sondern da ist es dann vielleicht eine besondere Palme oder ein Affenbrotbaum oder was auch immer. Diese Beispiele finden sich auf jeden Fall auf der ganzen Welt. Was ich schon erwähnt hatte, was bei mir jetzt erst kommt, diese Weltsicht basiert auf Erzählungen, nicht auf Schriften. Anpassungsfähigkeit statt Fixierung ist ein ganz wesentliches Merkmal. Oh. Dreh mal runter. Nee, das ist es nicht. Jetzt ist er wieder weg. Fokusreit regeln, das hat keinen Einfluss. Lux. Das kommt irgendwo anders rein. Bitte um Vergebung. Egal. Machen wir weiter. Und was wir also lernen müssen, lernen sollten, kommt jetzt noch Pegel auf dem Recording, ja, ne? Nee, ist zu wenig. Lux, da brauchst du nichts dran drehen, da passiert nichts. Okay. Wir sollten lernen, als Heiden, als heutige zeitgenössische Heiden, selber zu denken. Das ist jetzt so ein scheiß Querdenkerspruch, aber das betrifft uns wirklich ganz direkt. Und nicht mehr nur durch die Perspektiven von Wissenschaftlern und Philosophen. Wir sollten in unserem tatsächlichen Leben und Handeln akzeptieren, dass das nicht irgendwie einfach nur Fantasie ist. Es ist mehr als Fantasie. Es ist das gespeicherte Wissen von vielen, vielen Generationen unserer Vorfahren, was uns in den Mythen begegnet. Wir sollten davon ausgehen, dass dort Wahrheiten drinstecken. Vielleicht war die eine Heldenerzählung, vielleicht war das doch nicht wirklich das, was wir unter einem Gott verstehen. Vielleicht war das nur ein ganz außergewöhnlicher Mensch. Die treten ja immer wieder auf, ob man nun, was weiß ich, Gandhi, Jesus, irgendwelche Propheten oder so. In allen Religionen gibt es ja diese ganz außergewöhnlichen Menschen und sehr oft werden sie dann auch von den Leuten vergöttert, zu Göttern gemacht. Sollte man immer berücksichtigen. Und dass vielleicht manche von diesen Geschichten, die wir als Mythen, Sagas kennen, dass die einfach einen wahren Kern haben und nicht nur Fantasieprodukte sind. Es gibt andere Erzählungen, einige Aspekte, wo auch viel passiert. Dieser Eso-Spruch, Granderwasser sagt euch, Ganderwasser heißt es ja, dieser österreichische Almöhi, der da Millionär geworden ist mit seinen komischen Wasserfiltern oder was das da sind. Wasser als Informationsträger ist etwas, womit sich seit 40 Jahren Wissenschaftler beschäftigen. In den USA ist vor 4 oder 5 Jahren an einer, Standort jetzt nicht mehr, irgendwo an der Ostküste, eine ziemlich hochkarätige Uni, hat man für Wasser einen vierten Aggregatzustand entdeckt, festgeschrieben, beschrieben, reproduziert, nachvollziehbar. Und jedes Kristallgitter kann als Informationsträger dienen. So, das ist aktuelle Forschung. Andere Sachen, Gaia-Hypothese. Wir reden ja immer von Mutter Gaia, Mutter Njord, also Nerthos.
oder das indianische Konzept Mitakoya Oyasin, was Fritz ja auch in seinem Werk erlegt, alles ist miteinander verbunden, wir sind alle verwandt miteinander. Man kann das gar nicht so ganz klar und dezidiert in unsere Sprache übersetzen. Auch da hat sich so wahnsinnig viel als wahr erwiesen. Pflanzen nannten Netzwerke, Wälder, das ist ganz neu. Wälder, auch bei uns, kommunizieren über weite Entfernungen, die Bäume miteinander, auch unterschiedliche. Sie stoßen Warnungen aus, wenn irgendwas kommt, wenn sich das Wetter verändert. Sie sorgen dafür, dass der Nachwuchs gut hochkommt. Die Pilznetzwerke, da hat man Längen mittlerweile bis zu 350 Kilometer entdeckt, wo unterirdische Pilznetzwerke miteinander verbunden sind und tatsächlich kommunizieren. Die Wirkung energetischer Felder, nicht nur in irgendwelchen komischen Quacksalber-Esoterik-Heiler-Geschichten, sondern tatsächlich als Anwendung für die Übermittlung, Verbreitung von Informationen sind gang und gäbe. Wechselwirkungen zwischen Pflanzen- und Tierwelt und damit natürlich auch mit den Menschen. Ich habe jetzt ganz fasziniert erst vor ein paar Tagen Aldo Leopold entdeckt, der in den Kreisen, die ihn kennen, eigentlich allgemein als Erfinder der modernen Ökologie bezeichnet wird. Der hat ich glaube 1960 oder 70 ist er gestorben. Vielleicht kennt ihr dieses Video, das ist relativ weit verbreitet, über den Yellowstone-Nationalpark. Was ist passiert, nachdem man dort wieder bewusst Wölfe angesetzt hat? Da hat sich nicht nur die Tierwelt verändert. Durch die anderen Tierarten hat sich die gesamte, ja, wie sagt man, Ökologie, Fauna und so weiter auch verändert. Das ganze Land hat sich verändert und zwar zum Positiven. Was heißt Ökologie überhaupt? Das griechische Wort Oikos, von dem ja sowohl Ökologie als auch Ökonomie kommen, das ist die Hausgemeinschaft. Das ist nicht das Gebäudehaus, sondern das ist die Gemeinschaft von allen Menschen, Tieren, Lebewesen in meinem Anwesen. Darauf basiert dieses Wort. So viel mal zum Thema Wissenschaft. Also wir leben nicht nur mit Corona und Ukraine-Krieg in spannenden Zeiten, sondern auch mit dem, was die Wissenschaft tatsächlich macht. Es empfiehlt sich auf jeden Fall als heute lebender zeitgenössischer Heide, da doch zumindest mal reinzuschnuppern, was sich da alles tut. Ich bin jetzt 62, ich bin groß geworden mit den Büchern von Pörtner, mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit und so weiter. Das war dieses Nachkriegs sehr romaffine deutsche Geschichtsfeld, was so bis in die 80er Jahre existiert hat. Wissenschaftler, die eigentlich eher gesagt haben, nein, die Römer, das waren doch so eine zivilisierte Gesellschaft. Und diese scheiß barbarischen Germanen, das sind Leute, die über deutsche Geschichte geschrieben haben in den 50er und 60er Jahren. Nicht nur Pörtner, der Vater von Herrn Stefanie von Schnurbein ist ja auch Historiker. Der ist so rangegangen. Was ist denn das eigentlich für ein ekliger Kram, mit dem wir uns da beschäftigen, diese blöden Leute, die da noch in Höhlen auf Bäumen gewohnt haben und so weiter und so fort. Wir müssen eine Lücke von 1000 Jahren füllen. Germanisches Heidentum hat ein Loch von 800 bis 1600 Jahren. Und zwar in dieser Zeit, weil Christentum dominiert hat, ohne wirkliche Weiterentwicklung. Das unterscheidet das germanische Heidentum zum Beispiel vom slawischen Heidentum, was trotz Christianisierung deutlich kräftiger überlebt hat. Es unterscheidet uns von vielen anderen, teilweise Jahrtausende alten Kulturen, die Aborigines. Die haben den ganzen Scheiß nur bedingt mitgemacht, nur soweit sie wollten. Oder auch einige von den Native Americans, von den Indianern. Wir haben heute ein Heidentum, oder wir setzen auf einem antiken Heidentum auf, was weder Humanismus noch Aufklärung oder sowas wie Menschenrechte kannte. Aber auch ohne Kapitalismus und Sozialismus. Da gibt es, wenn mal jemand Lust hat, da gehe ich nicht tiefer drauf ein, eine tolle Rede von Russell Means. Das war einer der bekanntesten Indianerführer aus den 60er, 70er Jahren. Der hat eine tolle Rede gehalten, die ist eigentlich mit einem politischen Ansatz, wo er sagt, warum Indianer eigentlich weder mit Kapitalismus noch mit Sozialismus was anfangen können, aufgrund ihrer animistischen Weltsicht. Und in dieser Rede sind ganz viele Beispiele, die man eins zu eins auf germanische Heiden übertragen kann. Kleine Empfehlung. Authentisch.
ist ja ein Wort, das ist bei uns so in der Szene so wichtig. Authentisches Heidentum. Wie sollen wir das machen mit diesen Lücken? Da gibt es keine Authentizität. Deswegen spreche ich mich ja beispielsweise auch für Reinvention aus im Heidentum. Neuerfindung, nicht Rekonstruktion. Was nützt es uns, wenn wir nichts gegen die Leute, bitteschön. Living, History, Reenactment, toll. Oder auch LARP zum Spaß. Aber was nützt es uns heute, wenn wir eins zu eins hundertprozentig in allen Details korrekt gekleidet, gewandet machen? Wir leben in einem völlig anderen Umfeld. Wir leben mit einer völlig anderen Sprache und die Leute gehen dann nach Hause und setzen sich vor den Rechner. Was soll der Scheiß? Was noch viel schlimmer ist, selbst wenn wir heute Heiden sind, wir nehmen die Zeit nach dem Ende des germanischen Heidentums, wir sind seit 800 bis 1600 Jahren komplett monotheistisch geprägt. Wir alle, die hier heute sitzen, sind in einer absolut monotheistisch geprägten Gesellschaft aufgewachsen mit deren Konzepten. Auch wenn ihr nie Christen wart, selbst wenn ihr nicht getauft seid, nie in die Kirche gegangen seid, die gesamte Gesellschaft um euch rum ist monotheistisch geprägt mit diesem absolute Wahrheit-Konzept. Guckt danach, da steht das und so weiter und so fort. Und dieses Denken ist natürlich nicht automatisch aufgehoben, wenn ihr dann irgendwann entscheidet, jetzt möchtet ihr Heiden sein. Jan Assmann habe ich vorhin erwähnt. Nach Jan Assmann leben wir als heutige Heiden in einer wortwörtlich feindlichen Umgebung. Seid euch dessen bewusst. Also zeitgenössisches Heidentum muss raus aus diesem monotheistischen Käfig. Ich nenne das jetzt mal provokant so. Animismus, Polytheismus bieten wirklich Chancen, um aus vielen Miseren und Problemen unserer heutigen Zeit rauszukommen, wenn man auf der Basis und dem Verständnis des heidnischen Weltbildes vorgehen kann. Und wir müssen nicht nur, meiner Meinung nach, bei unserem eigenen Pantheon bleiben und bei unserer eigenen Mythologie. Wenn man das heidnische Denken, das heidnische Weltbild ein bisschen verstanden hat, dann können wir das, was uns fehlt in Sachen Ritualtechnik, in Sachen Umsetzung der Theorie in die Praxis, dürfen wir uns auch gerne bei anderen animistischen Kulturen bedienen. Wir haben seit ein paar Jahren diesen Konflikt mit Cultural Appropriation, kulturelle Aneignung. In Amerika ist das ein ganz großes Thema. Die ganze Welt ist entstanden, gewachsen und hat sich entwickelt, weil einer vom anderen was abgeguckt hat. Für mich ist kulturelle Aneignung, wenn ich jetzt für 500 Euro irgendwie einen Kurs bei einem angeblichen peruanischen Schamanen biete, der mir in 4 Stunden 3 Initiationen verpasst, und dann gehe ich raus und sage, ich bin jetzt peruanischer Schamane. Und das ist Dings da. Kulturelle Aneignung ist aber auch, wenn zum Beispiel gutmeinende Leute in die Indianerreservate gehen in den USA und in den Indianern, Russell Means sieht sich übrigens als Indianer und nicht als Native American, und denen erzählen, wie aber ri ein richtiger Lakota funktioniert. Das ist kulturelle Aneignung. Aber nicht, wenn ich sage, hey, pass mal auf, ich habe da irgendwie, mir ist das nicht ganz klar, wieso rufen wir die Himmelsrichtungen an? Ist ja eine langanhaltende heidnische Diskussion im deutschen germanischen Heidentum. Wenn ich gucken kann und sagen, das machen, was sie in die Polynesien genauso, das machen die in Afrika genauso, das ist überall so, das ist Standard, können wir tun, ist okay. So meine ich das. Also nicht andere Sachen komplett vereinnahmen, aber mit einbeziehen. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Lernen und kultureller Aneignung. Vor ein paar Jahren, Standing Rock, die Proteste, ist euch allen ein Begriff. Die sind da in ihrer angestammten Kleidung rausgegangen, haben getrommelt, haben gesungen, haben Tänze aufgeführt. Aber natürlich haben die das über Internet verabredet. Die Leute wohnen doch nicht hinterm Mond. Aber trotzdem ist es ihnen wichtig, dass sie das auf ihre Art und Weise tun wollten. Ein heidnisches Weltbild hätte auch in anderer Hinsicht politische Implikationen. Was das Heidentum nicht kennt, was der Animismus, Polytheismus nicht kennt, ist unser Verständnis von Säkularität.
Also die Trennung, die strikte Trennung zwischen Politik und Religion. Ganz im Gegenteil. Jeder Mensch, der politisch tätig ist, kommt ja von seinem auch religiösen Weltbild. Es ist ständig gemischt. Das ist eine Illusion. Dann doch lieber zur eigenen Spiritualität, zur eigenen Religion entsprechend handeln und auch dazu stehen. Man kann das nicht wirklich trennen. Man kann die Institutionen, Kirche und Staat, kann man trennen und dabei soll es auch bleiben. Und wir möchten auch keine heidnische Partei gründen oder sowas, aber heidnisch denken kann uns weiterhelfen. Neue Mythen erschaffen. Gaia statt Wohlstand? Wäre doch mal eine tolle Sache. Rechtliches Konzept. Besitz statt Eigentum. Ein paar von euch werden wissen, was der Unterschied ist zwischen Besitz und Eigentum ist. Ganzheitlichkeit. Alles mit einbeziehen. Boden, Pflanzen, Steine, Tiere, Luft, Himmel. Was mich richtig ankotzt, wenn ich es mal so sagen darf, das werdet ihr, viele von euch kennen, irgendeine Diskussion auf Facebook, heidnischen Foren, seit ich im Heidentum bin. Heidentum ist eigentlich in gewisser Weise ökologisch. Ja, es besteht ja eine Verbindung zu unserer Mitwelt, Umwelt, Natur. Batz, hast du sofort, die Isländer haben aber ihre Insel abgeholzt da und die Hellenen haben ihre. Ja, klar, die haben auch Fehler gemacht, die waren nicht fehlerfrei. Aber sollten wir das als Vorbild nehmen, können wir nicht als heutige Heiden ganzheitlich denken, ökologisch denken, an diesen gemeinsamen Haushalt, an das ursprüngliche griechische Wort anknüpfen. Wir müssen über den Umgang mit Umwelt, Mitwelt ist mein eher benutztes Wort reden. Was habe ich hier aufgeschrieben? Unabhängig von authentischen Isländern, die ihre Insel abgeholzt haben, oder keltischen Eisenschmelzern in Bayern ein Thema, die überall Giftmülldepots hinterlassen haben und Griechen, die den gesamten Mittelmeerraum leer gehackt haben. Vor 3000 Jahren war der Mittelraum ein grüner Gürtel. Nordafrika 3 bis 4000 Jahren, das ist noch nicht so lange her. Das hat man kaputt gemacht. Müssen wir diese Fehler eigentlich überall wiederholen? Authentizität bedeutet nicht, den gewachsenen Erkenntnisraum zu ignorieren, der sich seitdem ereignet hat. Wir sind ja nicht blöd, wir sind doch lernfähig. Also, ich komme zum Schluss. Heidentum heute, hatte ich schon erwähnt, Reinvention, Wiedererfindung, bewusste Wiedererfindung statt Rekonstruktion. Wiederentdecken, Wiedererfinden animistischer und polytheistischer Konzepte. Was ist eigentlich hinter der rituellen Handlung? Was steckt dahinter? Welches Konzept? Ganz wichtig, Überwinden der monotheistischen Denkmuster, die in allen von uns stecken. Also ich weiß es von mir selber, dass ich immer wieder zweifle an dem, was ich tue, weil immer noch was drin ist. Ich behaupte jetzt mal, ich bin da schon relativ gut im Rennen, aber ich bin da noch nicht perfekt. Mehr erzählen. Aus meiner Sicht ganz wichtig. Internet ist toll, ich bin ITler, ich möchte das nicht aufgeben. Aber hier haben wir doch nicht an Bildschirmen gesessen, hier haben wir miteinander geredet, hier haben wir unsere Erzählungen mit anderen geteilt und die können sie weitertragen. Ja, lasst uns das Heidentum wieder neu erfinden. Lasst uns eine neue Sitte gestalten. Wir haben die Möglichkeit und vielleicht haben wir sogar die Pflicht. Das ist jetzt eigentlich mein Vortrag gewesen und dann ist mir bei der Vorbereitung dieses Treffens noch ein Nachsatz dazu gekommen. Ich habe für diesen Vortrag, insbesondere nach der FritzForge-Konferenz, ich habe da auch kritische Rückfragen gesagt. Leute, wir können doch nicht komplett auf unsere Traditionen verzichten, auf die Sagas und so weiter. Da müssen wir doch auch gar nicht. Bitte schön. Ist gesagt worden, meine Vorstellung, ich sei ja eh so ein Linker, die seien ja revolutionär. Und würden die Vergangenheit und ihre Bedeutung schmälern, ist mir wortwörtlich so von einem Vereinsmitglied geschrieben worden. Ja, und dann ging ja nicht nur um meinen Vortrag, ein paar andere vorbereiten. Und dann habe ich hier die Titelseite Ringhorn 2. Dezember 1994, erzähle ich heute Abend nochmal. Ringhorn ist ja älter als der Verein. Es gab zwei Ausgaben im Jahr 94. Die erste rein nur von Bernd gestaltet und bei der zweiten war Volker schon vorbei.
Das ist jetzt ein Artikel von Volker oder ein Text von Volker, den würde ich gerne mal komplett vorlesen. Zahlreiche Gruppen bemühen sich heutzutage um eine Wiederbelebung der heidnischen Religion in Europa. Die Wege, die beschritten werden, sind vielfältig und unterschiedlich und oft genug wittern hier selbsternannte Gurus ein schnelles Geschäft oder politische Wirrköpfe kochen ihr undurchsichtiges Süppchen. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn sich Teile der neuheidnischen Bewegung nur noch und ausschließlich der alten Überlieferungen bedienen. Schließlich gibt die Tradition uns Sicherheit und die Möglichkeiten des Missbrauchs unserer Religion werden dadurch eingeschränkt. Aber beschränken wir uns nicht damit selbst? Nun, auch die Religion und Mythologie unserer Vorfahren war nicht statisch und ist nicht vom Himmel gefallen. Die Überlieferungen, die wir heute kennen, sind das Ergebnis einer viele Generationen dauernden Entwicklung. Es ist das Verdienst des Christentums, dass diese Entwicklung ein Ende fand. Und so stehen wir heute in der Situation, dass unser Glauben auf einer Überlieferung basiert, die vor langer Zeit gewissermaßen eingefroren wurde. Sollen wir nun diese Überlieferung ablehnen? Sind sie ein Fall fürs Museum? Nein, ich glaube, dass die alten Schriften des Heidentums sogar von großer Wichtigkeit für uns heutige Heiden sind. Sie sind unser Bezug zum Glauben unserer Vorfahren, sie sind die Grundlage unserer Religion und damit ist die Beschäftigung mit ihnen unverzichtbar. Wenn wir uns aber nur und ausschließlich der Überlieferungen bedienen, werden wir einen genauso statischen und widernatürlichen Zustand des Heidentums erreichen, wie er für die christliche Religion kennzeichnend ist. Kennzeichnet ist, ich habe die Stelle verloren. Ich halte es dagegen für unsere Aufgabe, auf den Grundlagen der Tradition neue Wege zu suchen, aus dem großartigen Vermächtnis unserer Vorfahren heraus heutige Antworten auf die Probleme unserer Zeit zu geben. Dieser Weg ist nicht unproblematisch. Er führt zu Auseinandersetzungen und birgt das Risiko in sich, Umwege zu nehmen oder sich schlicht und ergreifend auch zu irren. Dennoch, ich gehe diese Risiken gern ein, denn einen Weg zurück in die Vergangenheit gibt es nicht. Deshalb werde ich mich auch weiterhin teils irren, teils richtig liegen und auf jeden Fall immer lernen. Das ist für mich der Weg der Weiterentwicklung, auf dem wir, dem grundlegenden Gesetz aller Existenz folgend, auf der Grundlage der Überlieferung des Heidentums in unserer Zeit leben können. Der Weg, auf dem wir unsererseits Grundlagen für die folgende Generation schaffen können und die dann von unseren Nachfahren wieder weiterentwickelt werden wird. Wie gesagt, dieser Weg ist weder leicht noch sicher, aber auch er führt zum heidnischen Glauben zurück, zurück in eine heidnische Zukunft. Dankeschön.